Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen mal so ein bisschen noch so einen kleinen Motorvlog heute. Ich habe Urlaub, es ist Freitag, es ist gutes Wetter ausnahmsweise mal tatsächlich in diesem Sommer. Unfassbar. Was sollen wir anderes machen? Wir fahren natürlich Motorrad, ich nehme das Ganze ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn es gut läuft, kriegen wir noch ein paar Drohnenaufnahmen hin. Es ist aber sehr windig, wie man wahrscheinlich hören kann. Von daher mal gucken, ob wir fliegen können. An dieser Stelle auch Dankeschön, Thomas, dass ich die Drohne von dir bekommen habe. Und mal sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Eieiei, ich hoffe, das geht gut hier. Also es ist echt gut windig. Mal gucken, ob die Drohne sich überhaupt starten lässt. Wie gesagt, ist nicht meine. Ja, wenn sie kaputt geht, dann, ich weiß gar nicht, was kostet so ein Ding? 400, 500 Euro? Naja, wir werden sehen. Wir müssen es halt testen, ne? So Leute, da bin ich mal gespannt. Was hier gleich mal rumkommt. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Drohnenpörnchen. Okay Leute, das Drohnenfliegen ist auf jeden Fall noch mega ungewohnt. Das war jetzt mein erstes Mal wirklich selber fliegen. Das ist schon strange. Ich glaube, das können sehr, sehr geile Aufnahmen werden. Aber ja, man muss da erstmal reinkommen, glaube ich. Also so einfach, wie das immer aussieht da, in diesen ganzen DJI-Werbung und so weiter, ist es wirklich nicht. Und es war natürlich heute auch mega windig. Naja, ich hoffe, euch haben die ersten Aufnahmen gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ob wir sowas öfters machen wollen oder ob sowas unnötig ist, keine Ahnung. Ich finde es mal zwischendurch ganz geil fürs Auge. Ist halt mal was anderes, ne? Ja, was mache ich eigentlich gerade? Ich checke so gerade so ein paar Locations aus. Denn am 21.08. Machen wir eine schöne Tour mit den, mal wieder mit den Rheinland-Shopper-Jungs. Und das wird ziemlich geil. Da kommen wir nicht nur Rheinland-Shopper, ganz kurz, sorry, auch mit den Jungs und Mädels aus Hamburg. Da gehen auf jeden Fall viele Grüße raus. Deswegen, ich bin auf der Suche nach einer Location, wo wir dann später mal ein bisschen chillen können, ein bisschen was essen können und so weiter und so fort. Daher seid gespannt. Also, ich werde die einzelnen Locations jetzt nicht alle filmen. Wo wir definitiv sein werden, ist der Köterberg. Auf das Video freue ich mich auch. Wir sind da ungefähr, ich sag mal, ja, weiß gar nicht, so um die 25, 26 Bikes. Ich glaube, das wird wieder ziemlich gut. Endlich mal wieder schönes Moped-Wetter. Was ist das für ein Sommer? Eigentlich nur am Regnen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir gar nicht meckern hier in Ostwestfalen. Was gerade am Rheinland abgeht, das ist echt absolut schrecklich. Also viele Grüße auch an die Leute, die das Video hier sehen. Ich habe auch ein paar Kollegen dort, denen es aktuell ziemlich beschissen geht. Also Wahnsinn. Tut mir wirklich leid.
mal gerne zum Köterberg eigentlich gefahren für die Drohnenaufnahmen, aber es ist so windig. Also die Drohne, die war gerade echt schwer zu halten. Sobald du halt gegen den Wind fliegst, ey, da war die echt am Kämpfen und da war auch sofort der Akku leer. Also ich habe noch drei dabei, das wäre nicht das Thema. Aber ich glaube, das ist mir zu heikel. Wie gesagt, ist nicht meine. Das wäre jetzt unschön, wenn der Thomas keine Drohne mehr hätte. Ne? Wenn das klar geht, da wird gerade noch sich drüber beraten. Eventuell darf ich mal die Sportster S-Bahn Harley fahren und darüber ein Video machen und so. Also das wäre ziemlich geil, wenn das klappen würde. Das würde mich sehr freuen. Ich weiß, da wird gerade viel drüber diskutiert, aber ey, mir macht das gar nichts aus. Also ich fahre übelst gerne Motorrad und hätte dann auch Bock auf die ein oder andere, auch mal andere Harley. Ob ich sie mir dann am Ende kaufen würde, das ist halt immer noch das andere Thema. Ne? Aber grundsätzlich bin ich da überhaupt gar nicht irgendwie negativ zu eingestellt. Ich bin eigentlich immer offen noch für was Neues. Von daher, das wäre eine geile Nummer. Weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich habe mir zum Beispiel von der Sportster S jetzt so bereits ein, zwei YouTube-Videos angeschaut. Die fand ich ziemlich cool. Die Pan America zum Beispiel, da habe ich mir auch ein paar Videos reingezogen. Da gibt es ja genug Kollegen, die da bereits Videos drüber gemacht haben. Ja, ist schon ein interessantes Thema, was Harley da gerade macht. Jo, der gute Rollsplit. Das lieben wir ja alle. Alter Schwede, ey. Hier liegt gut was drauf. Dann fahren wir mal kurz ein bisschen langsamer. Jetzt hier sich auf den Bart zu legen, das wäre jetzt nicht so schön. Da lacht der Köterberg mich schon wieder an. Ich weiß, ich war da jetzt schon, glaube ich, zweimal in meinen Videos oder so. Aber ich bin da auch echt so gerne. Ich muss sowieso noch was abklären mit der Dame da. Dann würde ich mal sagen, fahren wir da kurz hoch. Dann kriege ich noch ein Käffchen. Und dann lassen wir oben den Tag ausklingen. Ja, je nachdem, wie der Wind gleich steht, könnten wir noch mal versuchen, mit der Drohne zu fliegen. Aber ich bin da eher skeptisch. Weil da oben wird es noch weniger sein. Ey, seitdem ich hier diese Highway-Pads und so weiter abgebaut habe und den Sturzflügel, ist meine Karre nicht immer sofort direkt am Schleifen. Das ist total geil. Also ihr könnt mich jetzt auch den Kurvensohn nennen. So Leute. Ich ziehe mir jetzt erstmal noch hier ein Käffchen. Hier kommen gerade die Rolli noch ein bisschen die Mopeds rein, gerade noch mit den Leuten gesprochen. Alles easy, läuft, gut vorbereitet für den 21. Eine Pommes gibt es auch noch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao.